Und? Es hat geklingelt. Hier ist die Sandra. Schönen guten Morgen. Mit wem spreche ich? Hallo? Wunderbar. Aufgelegt. Vielleicht hatte er oder sie jetzt keine richtige Lösung oder wollte einfach nicht mit mir telefonieren, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Gut, Ihre Chance weiterhin. Es hat niemand gelöst. 1 plus 9 gleich 7 stimmt nicht. Und ja, super Idee. Genau, wir öffnen jetzt noch eine weitere Leitung. Auf geht's. 01379696969. Was ist Ihre Lösung? Was haben Sie raus? Wenn Sie eine Lösung haben, überlegen Sie. Vielleicht schreiben Sie sich diese Gleichung einfach mal auf oder legen Sie mit Wattestäbchen nach. Schönen guten Morgen. Mit wem spreche ich? Hallo, hier ist die Hertha. Hallo Hertha, ich grüße Sie. Was ist Ihre Lösung? Die 4 an die 10. Die 4 an die 10. Ich muss wieder etwas näher rücken. Was kommt denn dann raus, Hertha? 7. Die 7. Wenn Sie die 4 an die 10 rücken, kommt die 7 raus? Nee. Das wäre ja dann 1 minus 8. Das ist ja aber nicht 7, das wäre ja dann minus 7. Ne? Oder? Doch, ne? So schlecht bin ich gar nicht. Ne? So schlecht bin ich in Mathe jetzt auch nicht. Entschuldigung, Hertha, nee, ist nicht richtig. Weil da wäre ja dann das Minuszeichen vor der 7. Wir wären dann bei 1 minus 8 bei minus 7 und nicht bei plus 7. Ganz wichtig, nicht hier Plus und Minus verwechseln. Ich weiß es nicht. Nee, dann würde ich noch ein bisschen warten. Also, und es hat geklingelt. Hier ist die Sandra. Einen wunderschönen guten Morgen. Wer ist denn dran? Der Christoph. Christoph? Ja. Ich grüße dich. Christoph, woher rufst du an? Aus Böblingen. Aha, das kenne ich doch. Das ist doch bei Stuttgart. Ganz genau. Kenne ich doch. Mein Lieber, deine Antwort? Streichholz Nummer 7 runterlegen. Streichholz Nummer 7 runterlegen? Ganz genau. Und dann? Gibt's die 6. 1 plus 6 gleich 7. Christoph! Du erlöst mich von dieser furchtbaren Gleichung. Jetzt natürlich meine Frage zu meiner kleinen Studie hier. Liegt dir Mathe oder liegt dir das gar nicht? Was? Liegt dir Mathe oder hast du lange überlegt jetzt mit der Gleichung? Ich habe es gerade nicht verstanden, tut mir leid. Macht nichts, mein Lieber. 500 Euro für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Geld ausgeben und danke, dass du mich von dieser furchtbaren Gleichung erlöst hast. Bleib in der Leitung. Jo. Bye, bye. Tschüss, mach's gut. So, wir spielen jetzt ein neues Spiel. Vielen lieben Dank, Regie. Ihr erlöst mich hier. Oh ja, wir suchen ein Wort, was auf Tag endet. Leider nicht, leider nicht. Schade. Schade, schade. Ja, meine Liebe. Hallo. Grüß dich. Ich hatte es angekündigt. Dani ist jetzt hier. Ich übergebe dir zu treuen Händen die Umschläge. Dankeschön, dann versuche ich mein Glück. Ich wünsche dir ganz schnell noch einen Gewinner. Ich hatte ja heute ganz, ganz viele. Ja. Und so nette Anrufer wie ich hatte. Ich bedanke mich. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich gehe jetzt was essen. Ich habe mich wahnsinnig gut. Macht es. Lass es dir schmecken. Genau, bis bald. Gute Nacht. Tschüss. Liebe Zuschauer, 3000 Euro und die schnellen Expressrunden. Würde ich sagen, machen wir weiter. Wir suchen Wörter mit Tag am Ende. Wissen Sie was? Ich mache gleich mal 4000. Ja, machen wir gleich mal was anderes. Machen wir 4000 Euro hier und weiterhin die Expressrunden. Die nennen mir einfach Wörter mit Tag am Ende und das sind die Umschläge, die Wörter, die ich noch hören möchte von Ihnen. Der Donnerstag, ich meine, der war jetzt wirklich nicht schwer und es sind schon ein paar tolle Einfälle gekommen. Wenn Sie noch eine Idee haben, dann jetzt bitte die Antwort geben. Hallo, hier ist die Daniela. Wer ist am Apparat, bitte? 01379696969. Liebe Zuschauer, da ist noch mal jemand, Gott sei Dank. Ich habe mal schon gedacht, wir müssen hier allein Späßchen machen. Wer ist am Telefon? Hallo? Hallo, ist die Gabi Weiler. Gabi, schön, dass Sie noch wach sind. Sie sind der letzte Versuch, mein letzter Hoffnungsschimmer bei diesem Spiel. Was haben Sie raus? Sankt Nimmerleinstag. Der Sankt Nimmerleinstag. Gabi, tut mir leid, ist leider nicht mit dabei. Da müssen wir es leider auflösen. Die Zeit ist um, oder? Müssen wir auflösen und dann schon bye-bye sagen? Dann schauen wir mal rein. In der 4, liebe Zuschauer, wäre der Schertag gewesen. Dann hätten wir in der 3, ich nehme die mal Reihe um, der Eingangstag gewesen. Nicht schwer eigentlich, oder? Bisschen um die Ecke denken, aber Eingangstag. 1 wäre gewesen der Metzeltag. Und was haben wir noch? In der 5, der 4. und letzte, wäre der Altjahrstag gewesen.
Liebe Zuschauer, gut, der Neujahrstag war jetzt auch nicht, Altjahrstag, gut, da waren jetzt zwei Begriffe jetzt in die Richtung, die nicht genannt wurden. Ich bedanke mich trotz alledem bei allen fürs Mitspielen, wünsche an dieser Stelle eine wunderschöne gute Nacht und wenn Sie Lust haben, können Sie ja am heutigen Samstag um 0 Uhr beim Money Express wieder reinschauen. Ab 18 darf jeder mitspielen und jetzt würde ich einfach sagen, schlafen Sie gut, träumen Sie süß und bis bald. Sagt an dieser Stelle Ihre Daniela Aschenbach. Tschüssi!